Ja, halli, hallo, hier ist der Dingy von Synapse-Kanal und heute spielen wir weiter Prison Architect und zwar, wir haben es gleich 7 Uhr, also im Spiel natürlich, und dann wachen die Leute alle auf, wir haben 46 Leute drin, vielleicht sollten wir die Grenzen mal zumachen, wie viel kommen denn neue? 15 neue kommen, oh nein, das können wir nicht zulassen, schnell Pause drücken und dann machen wir doch mal zu. 15 neue, wir sind jetzt schon überfüllt, das schaffen wir einfach nicht. Und wir haben jetzt, glaube ich, maximale Auslastung in allen Berufen auch. Hier, da. Das heißt, wir können jetzt mal zuschauen, ob wirklich alles vollgeklatscht wird mit Arbeiten. Ja, unser Duschraum, der wird, glaube ich, auch bald viel zu klein, weil die quetschen sich da schon so ganz komisch rein. Denn das kann für Spannungen sorgen, so etwas. Ja, da haben wir natürlich auch nicht dran gedacht, dass wir den vielleicht irgendwann auch mal größer machen müssen. Aber ich glaube, da können wir irgendwann auch einen anderen Duschraum machen, dass wir hier noch einen Duschraum irgendwo hinsetzen. Dann laufen die automatisch dann zu dem statt zu dem. Also das klappt schon. Wieso machen die sich eigentlich kaum welche nackig? Hier, die sind nackig, aber die anderen wollten anscheinend nicht. So, jetzt gehen die alle arbeiten. So, einige gehen da. Und hier, die Kameras sind schon wieder im Arsch. Da passiert wieder nichts. Das heißt, der Guard hier, der geht mal ganz kurz da rein. Mal schauen, was da abgeht. Ja, wie man sieht, die arbeiten fleißig. Und dann schauen wir mal da unten rein. Sind hier denn welche drin? Habe ich hier überhaupt welche zugeordnet? Da muss ich gleich schnell mal schauen. Hier, doch, hier sind welche drin. Ah, die Küche können wir jetzt eigentlich mal öffnen, damit da auch mal welche reingehen. Ja, sehr schön. Und dann werden jetzt auch welche zur Küche gehen. Ein paar haben noch Freizeit, die haben anscheinend immer noch keine Arbeit. Das ist der zum Beispiel, die Arbeit haben, die keine Arbeit haben, die machen halt Freizeit. Und ja, die Köche sind ja wie die Blöden am Brutzeln, damit sie die 46 Leute auch wirklich satt kriegen. Und ich hoffe, dass jetzt mal die anderen Arbeiter kommen, aber ich glaube, es ist zu spät. Das hätte ich vielleicht eher aufmachen sollen, oder? Mal schauen. Ja doch, doch, die haben doch hier Leute drin. Jetzt dann kommt mal arbeiten. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht die Arbeiter da drin... Ach, da ist schon einer. Da. Dass die Arbeiter jetzt nicht auf einmal anfangen, hier rauszulaufen, um die Sachen zu holen, weil das wäre echt schlecht. Dann könnten sie uns vielleicht entkommen. Und das möchten wir natürlich nicht. Und ja, die sind aber fleißig am Mitkochen und schleppen alles hin und her. Und dadurch werden die Köche natürlich um einiges entlastet. Die müssen, glaube ich, die Materialien trotzdem noch selber holen, aber die können ja dann schon mal weiterkochen und servieren und alles. Und da geht er noch aufs Klo. Das ist ja krass. Hier, da geht schon einer aufs Klo. Los, geh aufs Klo. Ich möchte dich beim Scheißen zugucken. Nein! Der geht putzen. Super. Hier haben auch die Putzen alle schon da. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Schöne Putzen, die überall mit sauber machen. Gut, dann werden wir uns heute, wir haben 12.000, werden wir uns darum kümmern, dass wir hier wirklich noch die nächste nächsten Workshop einrichten. Denn umso schneller wir das gemacht haben, umso schneller kriegen wir dann auch wirklich Geld. Darum werde ich jetzt, na, fliege auf meinen Finger. Das ist nervig. Geh weg. So. So müssen wir das bauen. So. So. Jetzt habe ich einen großen Hänger gehabt. Sehr interessant. Sehr interessant. Was ist denn hier? Hat er das jetzt nicht erkannt? Moment, ich muss ja da tatsächlich noch vergrößern. Und zwar hier muss ich noch... Was ist hier los? So. Vergrößern. Jetzt... Nein, was ist das denn? So. Jetzt haben wir es. Eigentlich sagt er immer ja kein Eingang und sowas. Da werden wir gleich sehen, wenn die anfangen zu basteln. Dann werden wir hier einfach einen Fake-Eingang wieder setzen und dann klappt das schon. Vielleicht setzen wir hier gleich das hier noch dran und dann das hier noch dran. Und dann wird das schon funktionieren. Einen Fake-Eingang können wir dann einfach dran setzen. Das ist ja dann eigentlich nicht das Problem. Aber wieso schreit denn der diesmal nicht, dass es keinen Eingang gibt? Das ist sehr interessant. Na gut, die bauen auf jeden Fall fleißig. Sie sind halt eine sehr fleißige Bande, die das da machen. Und wir schauen mal, wie es hier aussieht. Oh, 46 Leute quetschen sich hier rein und versuchen zu essen. Ja, aber sie bekommen alle anscheinend Essen. Also es klappt ganz gut noch. Finde ich gut. Die Küche kann man später, wie gesagt, noch vergrößern. Nach hinten am besten noch und so weiter. Das klappt alles auch ganz gut. Ja, die Köche haben gerade gar nichts zu tun. Die bleiben einfach nur stehen, weil sie nichts zu tun haben. Mülleimer scheinen auch sehr voll zu sein. Hier wird der Müll ja dann abgeliefert und da kommen welche zu Besuch. Hier wollten wir eventuell noch Dings reinsetzen, so ein Metalldetektoren, damit die nicht einfach hier, weil der Typ hier hat vielleicht was bekommen, was er schmuggeln kann. Und? Nein, er hat nichts bekommen. Na gut. So, Essenszeit ist schon zu Ende und die Fliege klettert jetzt auf mein Mikrofon rum und die nervt mich tierisch. Die hat mich schon beim Schlafen genervt heute.
Ah, ich hasse dich, Fliege. Geh weg. So, die haben tatsächlich den Raum hier gebaut, ohne Eingang. Sonst meckern die immer rum, kein Eingang. Jetzt sind die alle drin gefangen. Ach, ihr seid doch so dämlich. Na gut, aber wunderbar. Dann kann ich jetzt hier einfach aufsprengen und fertig. Ohne, dass ich jetzt eine Tür hätte einbauen müssen. Ich hoffe, hier ist nicht irgendwo ein Loch in der Wand. Das wäre nicht so gut. Nein, hier ist tatsächlich nirgendwo ein Loch. Oder ist hier ein Loch? Nee. Interessant, interessant. Na gut. Umso besser. Umso schöner ist es, dass es hier alles funktioniert hat. Gut, dann Planungstool weg. Brauche ich auch nicht mehr. Kommt weg. Das hier brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Kommt auch weg. Das lasse ich noch drin. Da müssen ja die Tische dann alles rein. Und ja, wunderbar. Wunderbar. Ich brauche aber, glaube ich, eine Tür. Am besten so mit so Metalldetektoren nochmal extra. Wir können ja mal schauen, wie es jetzt aussieht. Ah, jetzt hat er natürlich hier. Okay, wir brauchen unbedingt eine Tür. Und zwar würde ich tatsächlich eine einfach mal eine reinsetzen, so eine Large Door. Da. Dann wird der sich jetzt nämlich nicht gezwungen fühlen, hier überall Patrouille zu laufen. Ach, falsche Taste. Da. Der hat dann nämlich den Bereich wird dann so ja bleiben. Was ist denn hier los? Wieso sind die abgedriegelt als extra Bereiche? Das gefällt mir ja gar nicht. Was ist denn hier los? Die Zellen sind ja gar nicht... Ach du Scheiße, es sind ja gar keine Zellen eingebaut. Also ich habe ja gar keine Zellen daraus gemacht. Ja, ist ja sehr clever. So, jetzt haben wir Zellen. Oh Mann. Da haben wir doch 38 statt 32 Plätze. Sehr schön. Ja, die Kamera ist immer noch nicht in Betrieb. Da müssen wir uns irgendwann wirklich mal Gedanken machen, ob wir nicht noch eins hinstellen. Wie teuer waren die Geräte? Das wisst ihr ja nicht. Ihr wart ja gar nicht dabei, als ich das gebaut habe. Vielleicht spielt der Spieler selbst. Dann müsst ihr das natürlich so 1000 los. Dann setze ich, glaube ich, nochmal eins hin gleich. So. Und der wird dann auch beide überwachen. Und jetzt können wir mal schauen. Dann wird das funktionieren. Dann können wir uns irgendwo noch zwei andere Kameras hinsetzen. Wir brauchen dann noch einen Guard, der dann hier drinnen bleibt. Der dann da stationiert ist. Ich will immer da drauf drücken und drücke immer da drauf. Das gibt's gar nicht. So. Also, Guard hier, ein Einzelner. Das ist dann genau wie hier drüben. Der bewacht dann, dass das hier alles auch von rechten. Ja. Ach, hier haben wir eine Tür. Ach, deswegen ist der Workshop hier so groß wahrscheinlich. Aha, interessant. Dann werden wir vielleicht die Tür doch auch nochmal verlegen. Ich glaube, ich verlege die nochmal. Und zwar da oben hin. Die dann, oder hier hin, dass die immer offen ist. Und dann kann ich... Naja, ich will ja eigentlich nicht, dass da eine Tür ist. Ein Metalldetektor, okay, aber keine Tür. Tür braucht man eigentlich nicht so. Ja, ich weiß es noch nicht genau, wie ich das mache. Njam, njam, njam. Die Tür muss ja dann immer offen sein und... Naja gut, der macht das jetzt sowieso kaputt, von daher muss ich das jetzt eh erstmal so akzeptieren, wie es ist. So, wir bauen an den Raum, machen wir natürlich dann nachher noch eine... Ja. Ich rede zu viel, lieber machen. So, Large Door, hier oben wollte ich sie reinsetzen und wir brauchen zwei Metalldetektoren, die kosten auch nochmal 1000 pro Stück. Wir haben noch 6000 übrig, da können wir das natürlich schon mal angehen. Wenn ich sie denn finde bei den ganz vielen 1000 Items, die es hier gibt, es gibt doch gar nicht... Da, ich habe sie gefunden. Kein Problem für den Toni. Tenchi, verdammt, ich habe meinen Namen gesagt. Muhaha, naja, ist ja nicht so schlimm. Die haben wahrscheinlich schon einige Leute gehört. So, dann müssen wir uns ein ganz anderes Problem kümmern. Oh, wir kriegen bald wieder Geld, das finde ich schön, obwohl wir diesmal gar nicht so viel Platten haben, aber wir haben gute 30er Stapel. Das Problem wird sein, der Strom. Wie man sieht, ist der Strom jetzt schon ganz knapp am Limit. Das heißt, wir müssen noch einen Generator bauen. Aber ich kann die Generatoren nicht an ein Stromnetzwerk anschließen, weil dann schalten die sich gegenseitig aus und das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen uns was überlegen. Ein Generator für hier oben und ein Generator für die Sachen hier. Das wäre, glaube ich, ganz schick. Und das werde ich, glaube ich, auch so machen, dass ich erstmal einen Generator nehme für das und die Küche und hier unten. Und der andere Generator, der macht dann den ganzen Rest von der Anlage. Das heißt, wir werden hier einen Generator hinbauen, werden hier irgendwo abtrennen, hier vielleicht, und werden wir hier einen neuen Strom legen und der Strom, der von hier kommt, der wird dann in den neuen Generator angeschlossen. So würde ich das machen. So, wir haben 12.000. Jetzt habe ich leider nicht geschaut, wie viel Geld wir bekommen haben durch die Platten, aber naja, man kann ja nicht alles haben. So.
Also, neuer Generator. Power Station, 5000 kostet der nämlich. Den wollte ich hier hinsetzen. Ich hoffe, die müssten sich jetzt eigentlich nicht in die Quere kommen. Aber es war so geplant, dass der dahin soll. So. Dann. Ups, da wollte ich gar nicht rausgehen. Strom. Die Pumpe kann von mir aus da noch weiter gepumpt werden. Und zwar werde ich den Strom, werde ich dann hier einfach hier hoch machen. Und dann mache ich den dann da dran später. Hier bekommt der Strom, wird dann dahin geleitet. So. Also es wird da natürlich einen kurzen Stromausfall geben. Zum Glück ist es ja auch gerade nachts. Da kann man das ja mal machen. Ja, genau. Neuer Strom kommt. Hier werde ich dann löschen müssen. Demolische. Demolischen wir mal hier komplett. Was haben sie da schon? Fangen sie ja schon an zu demolieren, wo ich noch gar nicht losgelassen habe. Aber naja, sollen sie es machen. Ah, da muss natürlich auch noch demoliert werden hier. Ich weiß gar nicht, ob die angeschlossen. Die müssen, glaube ich, gar nicht angeschlossen sein. Also von daher ist das jetzt nicht so wild. So, dann werden die angeschlossen. Dann müsste der Rest des Dings wieder Strom haben. Aber ich muss schauen, ob das überhaupt reicht. Notfalls müssen wir noch ein paar Kapazitatoren dran bauen. Mir fällt irgendwie dann der deutsche Name dafür jetzt irgendwie nicht ein. Gut, es ist dran. Der Strom wird durchgejagt. Auch. Und ich glaube, der Strom ist ausgegangen, denn es hat nicht gereicht. Gut, dann Kapazitatoren. So drei Stück. Das kostet uns natürlich alles Schweinegeld. Das muss man natürlich sehen. Jetzt ist ja alles ohne Strom, aber das ist denen egal. Es ist gerade nachts, da kann man das ja mal machen. Ist kein Problem. Wow, das ist echt krank, wie auf einmal kein Strom mehr da ist. Oh mein Gott, gefährlich, gefährlich. So, die Dinger sind dran, sind auch angeschaltet. Dann hauen wir das Ding wieder an. Und? Oh. Moment mal, ich glaube, die sind. Nee, die sind gar nicht verbunden. Oh doch, jetzt ist alles ausgegangen. Ich glaube, hier sind die durch die. Durch den Kapazitator sind die, glaube ich, verbunden jetzt. Ach, scheiße. Okay, der muss weg. Der wird dann hier hinten dran gemacht und hier. Und was ist das hier? Das heißt, hier kriege ich ja auch keinen dran. Wenn ich hier einen hinsetze, ist er auch verbunden. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das hier irgendwie hinbekommen. Das heißt, ich kann hier einen machen. Hier kann ich drei, da kann ich drei. Naja, der wird halt nicht ganz so viel Power haben wie der, aber später, wenn wir hier unten ausbauen, können wir das ja alles noch vergrößern. Also, der kommt jetzt hier hin. So. Wir müssen die alle wieder anmachen. So. Der wird dann irgendwie, mal gucken, vielleicht reicht es schon. Na, der geht wieder aus. Hat wieder nicht gereicht. Wir müssen mal kurz schauen, nicht, dass hier noch irgendwo ein Stromschlag. Also ob hier noch irgendwo Strom sich verbindet aus Versehen. Mit anderen, mit dem Stromgenerator unten. Ach so, das war kein Leck, das war Safen, okay. Der Strom, der von hier kommt. Ne, der Strom hier oben ist nicht verbunden mit dem Strom hier unten, okay. So, wir haben den nächsten Kapazitator ist dran. Der ist hoffentlich auch an. Ah ne, die sind. Ach so, die muss ich erstmal ausmachen. Ah. Also, aus. Aus, glaube ich. Aus. Der sowieso aus. Dann anmachen. An. Anmachen und an. Es reicht noch lang. Oh, es reicht wieder nicht. Oh mein Gott. Okay, dann geben wir jetzt mal hier noch einiges an Geld aus. Möchte nicht unter 1000 gehen. So 1000 möchte ich gerne noch aufheben. Ich hoffe, es war nicht so laut, weil die jetzt anfangen hier zu arbeiten. Ohne Strom. Angeblich arbeiten die jetzt ohne Strom alle. Also das möchte ich sehen. Wahrscheinlich ist es dann bloß ziemlich langsam. Ich weiß es nicht. Also die produzieren ja irgendwas. Hier sind 6 Platten, 7 Platten. Ja, die produzieren ohne Strom einen Kreissägen rum. Ne? Warum nicht? Warum nicht so? Warum ist hier so ein komisches Zeichen? Ich verstehe es nicht. An. So, die sind alle an. So, jetzt müssen aber hinhauen. Komm. Ja, der läuft. Ah, jetzt müssen wir die alle anmachen. Oh mein Gott. An. Also der wird ja auf jeden Fall laufen. Der war halt nur verbunden mit dem anderen. Und die. Das ist halt echt laut. Also ich hoffe, dass man mich überhaupt noch hört. Aber
Ich muss gerade so nah sein, damit ich das hier alles anmachen kann. So, an, an, an und an. Habe ich den eigentlich angemacht hier? Ja, ne, jetzt ist er an. So. Und jetzt, der geht noch an. Und dann ist der Rest auch noch an. So. Die Wasserpumpe ist gar nicht aktiviert. Ach, jetzt ist er aktiviert. Okay. Ist also schon mal nicht verbunden mit dem. Das finde ich schon mal gut. Und ja. Warum ist das ein Zeichen? Irritiert mich. Egal. Ach, Licht. Ach, da sind Lichter gewesen oder so. Naja, ist nicht mein Problem. So. Dann haben wir jetzt uns um den Strom gekümmert und jetzt wird das restliche Geld, was wir haben, wird dafür ausgegeben, dass wir diese ganzen Stahlplatten hier importieren, damit das hier auch zersägt wird. So, wir müssen hier drüben. Also eine Säge müssen wir, also eine Presse und eine Säge müssen wir dann hier später reinbauen. So, wir möchten aber erstmal den Strom holen. Wir verlegen Strom. Und zwar, hier ist Strom. Nehmen wir hier oben gleich den Strom. Und zwar mit dem so. Und so. Dann schauen wir mal, wie es hier gebaut wurde. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Okay. Also. Ach so, von oben. Wie sieht es von oben aus? 1 nur. Gut, dann. Ach, da ist ja gut. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Und dann ziehen wir es hier runter. Ich glaube, das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Ich mach's trotzdem. Gut. Sehr schön. Oh Mann. So, oh, ja. Können wir uns nicht leisten. Na gut. Ist ja jetzt noch nicht so schlimm. Oh Gott, es ist ja erstmal zwei nach. Das dauert natürlich alles noch ein bisschen länger. Gehen die jetzt alle schon mal aufs Klo hier beim Essen? Mal, wissen die nicht, dass es da Essen gibt? Dass es da Klos gibt? Wir gucken mal. Weil die sind eigentlich ziemlich voll. Aber warum geht die da nicht hin? Ist das eine Staff-Door? Ist eigentlich eine ganz normale Door. Ich verstehe es nicht. Bei mir haben sie es immer gemacht. Ey, ich hoffe, das funktioniert später noch. Ich hoffe, das funktioniert später noch. Einer ist ja da schon mal hingegangen, das eine Mal. So, die Tür wird eh immer offen sein. Door open. So. Dann gehen wir jetzt den Metalldetektor und dann können wir dann da den Workshop reinhauen. Und dann pflanzen wir da alles hin, was wir brauchen. Wir brauchen eine Säge und eine Presse. Im Prinzip wird trotzdem später alles nur Pressen sein. Bis auf die eine Säge. Eine Säge brauchen wir drin, weil das heißt ja, Moment, wir schauen mal kurz rein. Hier heißt es nämlich, und zwar, wo heißt es? Na, wo heißt es denn? Da. Ja, wir brauchen mindestens ein 5x5 Raum. Wir brauchen eine Säge und eine Presse. So. Eigentlich sollen da drüben ja nur Pressen rein, aber eine Presse muss hier drüben auch stehen bleiben. Ich nehme einfach die hier, die bleibt dann einfach da unten stehen. Der Rest wird alles mit Sägen gemacht. Die Pressen werden dann abgebaut und werden rübergesetzt. Ja, und dann haben wir da noch viel, viel Arbeitsplätze, um auch mehr ganz viel Geld zu machen. Und, oh, wir müssen mal die Grenzen wieder aufmachen, denn wir sind schon wieder bei 38. Also keine Überbelegung, das ist schlecht. Wir brauchen Überbelegung, damit wir auch schön Geld machen können. So, was bekommen wir? 14 neue bekommen wir. Ach du Scheiße, das sind viel. Aber naja, das schaffen wir schon. Zwei Leute werden noch entlassen jetzt, dann geht das schon. Gut, also kocht wurde immer ganz gut jetzt mit den Gefangenen. Die sitzen hier, weil es halt komfortabel ist. Und ich hoffe, dass sie irgendwann mal erkennen, dass es hier Klos gibt. Vielleicht, wenn der Raum dann einfach mal größer ist. Ah, stimmt ja. Ich Idiot. Kantine. Ich glaube, das muss zur Kantine gehören, aber das Klo wird doch nicht zur Kantine gehören. Also, als erstes werde ich mal die Kantine sowieso mal vergrößern. Und zwar Kantine. Weil das ist ja später hier alles die Kantine. Da könnt ihr dann überall drin rumlaufen. Jetzt ist die Frage. Ich habe doch da mal welche stationiert. Ich drücke wieder das Falsche. Ja, ich habe da welche stationiert. Und man sieht. So. Jetzt sind sie da wieder stationiert. Sehr schön. Dann müssen wir mal schauen beim nächsten Essen, ob die dann vielleicht dann da aufs Klo gehen. So. Hier haben wir leider gar keinen. Haben wir nicht dann auch einen stationiert gehabt? So, jetzt aber. Der hier oben bleibt seine Laufbahn. Jetzt kann er auch hier hinten lang laufen. Sehr schön. Gut. So läuft das ganz gut. Wir haben sogar noch zwei Guards übrig, die sich um den Rest kümmern. Und wir bekommen so immer noch Geld. Ja, wir bekommen immer noch mehr Geld. Und du Fliege, bleib ja da hinten. Ey, weh, du kommst hierher. Ich hasse diese Fliege. So, du kannst da hinten schon mal rummarschieren. Du hast da zwar noch nicht so viel zu tun, aber du kannst es ja schon mal machen. Gut, wir bekommen ein bisschen Geld jetzt gleich. Nach dem Dings, nach dem Dingsbums, ihr wisst schon. Nach den Dingsbums.
Nach dem Tag, genau, wenn der Tag zu Ende ist, genau. Wir haben so wenig Mitarbeiter. Ja, denen fehlt jetzt dieser Dings hier, glaube ich. Laundry Basket, der hier steht, der die überall verteilt rumstehen. Da werde ich jetzt nicht noch einkaufen. Die haben, glaube ich, schon drei. Und wir müssen aber die Jobs wieder zumachen. Jetzt. Ah, war doch richtig. War doch richtig. Da. Jobs. So, die werde ich wieder zumachen müssen. 19, 26, 36. So, das sind jetzt 36, wenn ich jetzt die hier sind 36. Bei Vollbelegung haben wir zwei Jobs übrig, weil ich brauche ja auch noch welche nachher. Und ja, das wird dann natürlich noch so eine Sache werden. Wir brauchen also nachher, später, wenn wir halt einen Haufen Geld haben, müssen wir tatsächlich mehr Zellen holen oder eine Überbelegung anfordern, wie wir ja schon machen. Wir bekommen wieder zwei Leute, die entlassen werden über Nacht. Und 14 neue bekommen wir. So, jetzt wollen wir erstmal schauen, wie viel Geld wir jetzt gemacht haben mit den paar Leuten, die wir jetzt hatten. Denn ich glaube, die Leute arbeiten alle viel lieber in der Küche oder in der Laundry als hier in der Workshop, weil es, glaube ich, die härteste Arbeit. Also, gehe ich von aus. Ich weiß es nicht genau. Gut, du bist da drinnen, das ist schön. Ich möchte jetzt tatsächlich gerne. Ja, Geld kommt rein. 5.700. Das wird reichen für die Sachen, die ich gerne hier machen möchte. Und zwar kaufe ich hier noch eine einzelne Säge. Eine Säge mal reinzoomen, da werden die nämlich markiert. Dann findet man die vielleicht sehr schnell. Da. So. Hier haben wir die gesagt. Eine Säge. So. Eine Presse brauchen wir noch. Und zwar werde ich die, glaube ich, von hier drüben einfach rüber. Ach, ich kann eh eine kaufen. Ich brauche ja eh noch eine Presse. So, deswegen. Mal schauen, wie auf welcher Höhe die sind. 1, 2, 3 ist dazwischen. So, 1, 2, 3 und dann kommt die dahin. So. Und dann haben wir jetzt schon mal den Grundstein gelegt für diesen Raum. Sagen wir es mal so, den Grundstein ist schon mal gelegt. Dann kommen hier noch Haufen Pressen hin und die eine Säge muss da oben einfach sein, damit der Raum auch anerkannt wird. Finde ich selbst ein bisschen doof, aber so ist es halt. So, 5.000 haben wir. Vielleicht werden wir das erst im nächsten Part angehen können, weil wir da ja wirklich viel Geld brauchen. Ich muss das ja auch alles abmontieren und drüben hin montieren. Und das Abmontieren, wissen wir ja, das Abtransportieren, das machen ja wieder mal, das können nur die Gefangenen machen, die da in dem Raum arbeiten. Das heißt, ich muss den Storage-Raum wieder verlegen, damit die da auch rankommen. Oh mein Gott, das kann ja wieder was werden. Das heißt, den Storage-Raum klatsche ich dann wieder mal hier rein. Das bereite ich jetzt alles schon mal vor. So, hier. Storage. Schön klein. Dann werde ich hier tatsächlich den Storage-Raum hier wieder. Na, wenn ich jetzt wegmache, dann transportieren die wieder alles rüber, die Idioten. Ich lasse den mal so. Dann dismantle ich jetzt hier einfach mal. Und es wird wieder gespeichert, nehme ich an. Dismantle. 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 Dis. Und dis. Dis. Dis und dis. Das eine Gerät muss da drin stehen bleiben. Da kann man leider nicht ändern, aber es ist nun mal so. Dann, wie schnell kommen denn die Leute von der Seite darüber? Naja, nicht besonders schnell, aber das klappt schon irgendwie. So. Da fehlt noch einer, aber man sieht ja, wie langsam die eh arbeiten. Und die ich jetzt alle dismantelt habe, werde ich dann hier drüben hinbauen müssen. So, das sind jetzt schon 6, 7, 8 und 9 Stück. 9 Stück, nicht schlecht. Das sind die Pressen, die da drüben hin sollen. So, komm, Nummer 9. Ja, ich kann ja schon mal bauen. Also, ein Plätzchen frei dazwischen habe ich immer gemacht. Genau, so. Da. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich möchte jetzt nicht gleich noch extra was kaufen. So, jetzt muss, bis die Gefangenen kommen, das Zeug abholen, da hinlegen und dann können die erst das Zeug nehmen und hier rüberbringen. Ich finde, das ist schon ein komischer Bug, dass in dem Workshop anscheinend nur Gefangene Sachen aufheben können und wegbringen können.
Komisch. So, 14 neue Gefangene kommen dann rein. Und hier kann ich eigentlich schon mal einen Raum draus machen. Und zwar mache ich da auch gleich einen Raum, und zwar einen Workshop-Raum. Workshop-Raum. So, wie groß habe ich den da gemacht? Habe ich den da die Ecke mitgenommen hier oben? Nein, habe ich nicht. Also einfach nur hier. So. So, alles vorhanden, ey. So, dann, ach, da drauf. Da sehen wir, hier gibt es jetzt nämlich auch 19, genau wie hier drüben. Und dann haben wir dann einiges an Leute, die dann da arbeiten. So, jetzt schauen wir erstmal hier. Machen die das, was ich gerne hätte? Räumen die die Boxen weg? Bitte räumt die Boxen weg. Ja, nicht diese scheiß Platten da, die Boxen sollt ihr wegräumen. Genau, genau so möchte ich das haben. Damit die Leute das dann da drüben endlich einbauen können. Das wäre schön. Gut, das läuft schon mal irgendwie. Gut, die zwei dann noch, oder die drei Kisten, das wäre nicht schlecht. Dann kann ich dann hier drüben dann irgendwann wirklich dann auch mal die Arbeiter reinlassen. Ja, der Tag könnte dadurch, dass ich ja jetzt hier alles abändere, ein bisschen ja, schmächtig ausfallen, was jetzt die Dings angeht. Das Geld, was reinkommt, weil die können ja hier kein nix pressen. Deswegen möchte ich das so schnell wie möglich hinter mich bringen, wenn ich noch Geld habe, die 5000. So, wir haben jetzt ein paar Leute dazu bekommen. Weil zwei Leute werden schon wieder entlassen. Also, ja, schon krass. 8 Leute kommen am nächsten Tag. Kein Problem. Lass mal offen. Das können die ruhig machen. Das ist nicht das Problem. So. Dann holt mal alle rein. Da kommen noch mehr Platten an. Die Sägen freuen sich. Die Sägen freuen sich. Wir müssen dann Sägen nachkaufen und wir müssen Bressen nachkaufen, damit hier alles voll ist. Hier muss alles voll sein und hier muss alles voll sein. Dann wird das cool. Richtig. Cool. So, hier arbeiten ja schon. Wieso arbeitet der ja schon? Willst du mich verarschen? Hier ist doch gar nicht freigegeben für Arbeit. Was? Hä? Das ist ja interessant. Die gehen ja von hier drüben hier. Die gehen von hier darüber, um das zu pressen, das Zeug. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Es ist schön, dass sie das machen, weil dann muss ich jetzt hier... dann klappt... Doch, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. So. Ja, das ist... dann arbeiten die jetzt da drüben und kommen nie auf die Idee, hier mal die Kisten wegzuschleppen. Ah, ich hasse das. Bitte, bringt die Kisten weg. Los, holt die Kisten. Ja, nein, oh, er hat den gerade angefasst und hat das wieder weggestellt. Du dumme Sau, warum hast du das gemacht? Ah, vielleicht, wenn ich hier, Moment, dann werde ich das anders machen müssen, und zwar werde ich hier den Raum wegmachen müssen. Na, Raum, sonst werden die hier, sonst, Workshop. So, hier gibt's keinen Workshop, verpisst euch, ihr habt nichts zu arbeiten. Die gehen hier trotzdem hinarbeiten, das gibt's doch gar nicht. Doch, jetzt hauen sie ab, ja, haut ab. Holt die Kisten da raus. Erst dann dürft ihr arbeiten. Holt erst die Kisten. Nein, das ist Essenszeit, deswegen hauen die ab. Oh. Ja, ich hätte warten sollen, bevor ich die aufbaue. Ich hätte erstmal die Kisten rausschleppen lassen sollen. Naja, mal schauen. Vielleicht gehen die jetzt mal aufs Klo. So, Neat Blader geht doch jetzt eigentlich voll. Da müssten sie doch irgendwann mal aufs Klo gehen wollen. Kriegen sie genug Essen? Mal schauen. 4% haben wir satt bekommen bis jetzt. Ja, wir haben jetzt wieder keine Leute, die jetzt zusätzlich in der Küche arbeiten, aber naja. So, der läuft jetzt mal hier hinten rum, weil er lustig ist. Aber die kommen nicht auf die Idee, aufs Klo zu gehen. Interessant. Interessant. Hier müssen wir dann später wahrscheinlich 4 Guards hinstellen oder so. Weil es ist ja natürlich eine gefährliche Ecke, wenn die jetzt hier alle tatsächlich da drum rumhocken. So, geht mal aufs Klo. Ich habe den nicht umsonst gebaut. Naja. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Mal schauen, ob das dann irgendwann noch funktioniert, wenn das Ding hier größer ist und mehr Leute drin sind. So, dann würde ich sagen, ich werde jetzt noch ein bisschen vorspulen, damit das mit dem Geld auch hinhaut, so dass wir zumindest so lange, dass diese 3 Boxen mal da drüben aufgebaut werden, so lange werde ich jetzt noch vorspulen. Also jetzt, ich kann das eigentlich im Video auch vorspulen lassen, obwohl, nein, so ein Quark. Ich mache jetzt einfach einen Cut. Und im nächsten Part sind diese 3 Kästen hier drüben aufgebaut und dann spielen wir weiter. Also, würde ich sagen, ich war der Tenchi von Sulips Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.